Und weiter geht's mit einer neuen Folge Dying Light The Following. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir tun jetzt erstmal hier zu Beginn kurz diese Kiste hier plündern und danach geht es jetzt hier in ein Schattenjägernest hinein, was auf jeden Fall nicht allzu einfach werden könnte. Ja, denn wir wollen dieses Nest dann natürlich auch zerstören und die Schattenjäger sind natürlich jetzt am Tag auch mit dort unten. Also das könnte auf jeden Fall gefährlich jetzt hier werden. Aber nun gut, dafür gibt es auch gute Erfahrungspunkte, habe ich schon gesehen. Dann legen wir mal los. Bin bereit auf jeden Fall. Heilung haben wir auch noch genügend. Okay, da drüben sehe ich ein paar normale Zombies. Ja, geht ruhig ins Wasser rein. Oh, okay, ich dachte eigentlich, die werden jetzt ausgeschaltet durch das Wasser. Das war eigentlich meine Hoffnung gerade hier. Aber okay. Passt auch so. Dann lassen wir die halt hier hochkommen und tun die dann so fertig machen. Zack. Sehr schön, drei Zombies schon mal weniger. Auch wenn es nicht diese ganz gefährlichen sind. Ja, die Schattenjäger sind natürlich noch gefährlicher. Aber zumindest halt schon mal ein bisschen die Anzahl verringert an Gegnern hier unten. Was haben wir hier? Hier ist wieder so ein Loch, ja, wo die dann, wenn es Abend ist, hochgehen und so. So ein Loch hatten wir ja auch gesehen bei der letzten Folge. Wo wir ja nach diesen Kräutern gesucht hatten, wo wir dann rausgefunden haben, der eine Freund von dem Erkan oder wie er hieß? Nein, Erkan hieß er nicht. Jedenfalls von dem einen Mann, ja, von dem Dorf, wo der ja sich verwandelt hat zu so einem Schattenjäger. Den hatten wir da erlöst, mehr oder weniger. Oh, oh. Das wird jetzt auf jeden Fall hier hinten gefährlich. Wow! Wow! Alter, Alter, ich häng fest! Oh, Alter. Komm her. Jawohl, er ist runtergefallen. Alter. Okay, das ist eigentlich eine ganz gute Taktik. Ja? Dafür sorgen, dass die einfach nur runterfallen. Meine Güte, auch wenn ich ein Schattenjäger, da kriegst du schon Angst. Okay, hier schnell rangehen. Das zerstören. Gut. Hey, wir haben da gerade irgendwas Orangenes bekommen, Loot. Ich frag mich gerade, was ich da bekommen habe. Oh mein Gott! Sie sind wieder hinter mir! Oh! So, halt runter. Hey, 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 weg! Na los, komm du auch noch hier rüber. Schlag aufladen. Okay, sehr gut. Alter, wie die rennen. Alter. Alter, 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 Alter. Oh! Ich finde das immer wieder so heftig, wie die sich bewegen. Meine Güte. Die sind einfach so heftig, die Schattenjäger. So heftig sind die einfach. Vor allem auch vom Aussehen her. Also, was die für ein Aussehen haben. Meine Güte. Alter. Ich finde das so krass, ey. Dieses Aussehen. Seitdem ich die damals das allererste Mal gesehen habe. Die sehen so heftig aus, die Schattenjäger. Einfach der Look von dem. Der ist so krass, wie ich finde, einfach. Gut. Irgendwo muss hier noch was sein, was wir zerstören können. Die Aufgabe ist nämlich noch nicht abgeschlossen. Komm, weg mit dir.
Bam, bam, bam. Ja, da hat meine starke Waffe hier einen guten Einsatz gemacht. Oh, oh, oh. Schlag aufladen. Und drauf da. Komm. Sehr gut. So, wir kämpfen uns ja weiter durch. Hier hinten waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ja, hier waren wir noch nicht. Gut, hier ran. Jawohl, geschafft. Das Mist hier ist geschafft. Bist du überzeugt, das Richtige zu tun? Bald schon wirst du einer von uns sein. Gut, jetzt muss ich nur einen Ausgang wieder hier finden. Denn ich habe mich jetzt ein bisschen verlaufen, obwohl... Nein, hier hinten geht's raus. Ja, von hier aus sind wir ja reingekommen. Das sieht auch echt schön aus hier, wie das hier leuchtet überall an den Seiten. Muss ich da auch mal so sagen. Oder einige Leute haben in einem Feld zwischen zwei Brücken der Bucht ein seltsames Phänomen beobachtet. Wir möchten dich bitten, der Sache nachzugehen. Und zwar so schnell wie möglich. Es ist uns sehr, sehr wichtig. Ja, kann ich machen. Neue Mission, Anomalien. Alles klar. Der Mission werden wir auf jeden Fall so schnell wie möglich nachgehen. Aber... was haben wir noch? Machen wir das. Ja, mit der Eski wieder eine Mission. Zack. Fahren wir mal dahin. Wow. Ab nach unten. Ich werde Platz machen. Dankeschön. Gehen noch mal die Masse rein. Sehr gut. Ja, auch noch mal durch die alle durch. Einfach für die Erfahrungspunkte. Sehr gut, Zielfarm erreicht. Hier ist die Farm, die wir durchsuchen sollen. Nach Eski. Aber erstmal den hier wegmachen. So, es hat sich ausgespuckt für dich. Ja. So was darf jetzt nie wieder spucken. Ja, das sind Zombies. Und die kümmern wir uns erstmal, würde ich sagen. So, knack. Gebt mal her, was ihr alles dabei habt. Oh, hi. Alter, der ist auch wieder zerflogen. So, wo ist Eski? Das sind auf jeden Fall, denke ich mal, ein paar Freunde von ihr. Hey, was ist das für ein Brief? Brief von Eski. Danke, dass wir so lange hier bleiben durften. Aber jetzt ist es an der Zeit zu gehen. Wir haben bereits gepackt und ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Wir gehen erst zum Campingplatz am Ufer und dann weiter nach Haran. Ich werde es versuchen, dir irgendwie ein Zeichen zukommen zu lassen. Danke für alles, Eski. Nach Haran? Okay. Yazir, bist du da? Die Infizierten sind in Osans Haus eingedrungen. Er ist tot. Ist Eski da? Geht es dir gut? Nein, kein Zeichen von ihr. Aber hier ist eine andere junge Frau, die es nicht geschafft hat. Ich sehe mich weiter um. Mach dir keine Sorgen, Yazir. Ein Vater macht sich immer Sorgen. Viel Glück. Sie wollten nach Haran. Okay.
Gut, wir schalten erstmal noch hier die Gegner aus. Danach gehen wir zu diesem Campingplatz, der erwähnt worden ist. In diesem Brief von eben. Naja, und wir durchsuchen mal noch ein paar Gebäude, denke ich hier. Ich finde, es sind hier ganz gute Chancen, dass hier noch das ein oder andere schöne Zeug rumliegt in den Häusern. Perfekt. Na, haben wir hier was? Ja, die ganzen Räume hier sind voll. Das erstmal essen. Hier ist Klebeband. Mul. Noch ein Snack. Weiter geht's. Ja, schönes Zeug. Alles klar. Das Haus ist fertig. Oh, hi. Hä, war das Tor eben auch schon offen? Ja, aber ich werde dann gar nicht gesehen. Aber nun gut, dass wir da erklären, warum hier Zombies drin sind. Hier hinten gucken wir mal noch mit rein. Ja, nochmal ein Snack. Hier liegt jede Menge Zeug rum. Was haben wir denn da drin? Mal reingucken. Na, was haben wir denn da? 243 Schaden macht die Machete. Und die 211. Gut, dann kommt die mit 211 weg und wir nehmen die. Perfekt. Hier haben wir auch noch eine schöne Kiste. Komm. Nein, ah, da war ich gerade an der richtigen Stelle hier. Sehr schön. Hat funktioniert. Gut, die lassen wir hier. Was ist in der Kiste noch drin? Und meine Güte, hier sind gerade echt viele Kisten. Ein Beil. Ein graues. Zack. Oh nein, der Spucker ist wieder da von vorhin. Ey, 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 ey! Ich hab doch dir eben erst gesagt. Es hat sich ausgespuckt. Dann ist er einfach wieder da. Er denkt sich so, hi, ich bin zurück. Das ist mein... Ja, mein Bruder. Mein Bruder ist jetzt da. Oh, ich war erst auch. Fragen wir Fragen. Aber nun gut, egal. Ab zum Campingplatz jetzt. Vor allem, er war halt auch einfach genau an der gleichen Stelle wieder. Doppelgänger vielleicht. Ja. Ich glaube, dieses Lager durchsuchen wir auch nochmal. Na los, kommt alle ran. Ja, perfekt. Bitte liegen bleiben. Alter, was ist das hier wieder für ein Gemetzel da? Heftig. Einfach heftig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was Lilanes. Haben wir hier Schmierstoff? Hier ist wieder so eine Kiste. Ja, lohnt sich das überhaupt noch zu öffnen? Stelle ich mir mittlerweile als Frage so. Aber die Kisten hier, die lohnen sich irgendwie überhaupt gar nicht mehr. Fällt mir in letzter Zeit so auf. Da wird halt jetzt wahrscheinlich wieder eine Fackel drin seine Munition. Ja, Munition haben wir eigentlich noch genügend. Ah, nein, diesmal wieder was anderes dabei: Heilung. Ja, für sowas lohnt sich das natürlich schon. Ja. Aber jetzt für die Fackeln überhaupt gar nicht so richtig, wie ich finde.
Ich habe halt mittlerweile wirklich gefühlt ein ganzes Lager an Fackeln. Aber nun gut. Ah, hier sind wir wieder an der richtigen Stelle. Mit dem Knacken ungefähr. So, jawohl, jetzt hat es funktioniert. Wieder mitnehmen das Zeug. Schade, dass hier diesmal nicht so eine Kiste war mit solchen Autoteilen. Und hier hinten ist nochmal ein Lager, was wir einnehmen könnten. Also so eine Sicherheitszone. Ich glaube, das machen wir jetzt auch direkt mal. Wenn wir schon mal mit hier dabei sind. Ja, und hier ist so eine Kiste, die ich eben meinte. Autoteilen. Gut, die öffnen wir natürlich gerne. Erstmal gucken, an welcher Stelle ungefähr hier es geht mit dem Knacken. Ja. Ja, hier sieht es schon ein bisschen besser aus, hier in dieser linken Hälfte. Komm. Hat funktioniert. Na, was liegen ist. Schön. Das freut mich. Und jetzt einfach mal hier direkt drüben rein in das Lager. Und das mal noch mit einnehmen als Sicherheitszone. Da ist ein großer Freund. Nach hinten, ja. Reparieren und drauf auf ihn. So. Das ist aber schnell besiegt. Aber gut, das freut mich. Das freut mich. Bleib liegen. Hosch. Immer schön liegen bleiben. Zack. Der ist weg. Sehr gut. Das einmal noch öffnen. Das anmachen. Und eingenommen. Ah, diese schöne Melodie hier wieder kommt. Wunderschön. Ich bin ja auch ein sehr großer Fan, muss ich sagen, bei dem Soundtrack hier von Dying Light. Ich mag diese Melodien und so. Es gab sogar mal eine Zeit, da habe ich mir manchmal einfach nur den Soundtrack von Dying Light angehört. Weil ich den damals eine Zeit lang wirklich richtig gefeiert habe. Ich mag ihn zwar jetzt auch noch, aber jetzt aktuell ist es nicht unbedingt so, dass ich mir sowas anhöre. Aber manchmal höre ich mir schon so Soundtracks von Spielen an. Oder auch von Filmen. Ja. Der Campingplatz sieht gar nicht sicher aus. Mal sehen, wo jetzt hier die Eski ist. Bestimmt in einem der Wohnwegen hier oder in dem Haus oder so. Oder wir haben hier wieder einen Brief, wo wir dann was drin haben, wie ja, sie ist wieder weitergezogen oder so. Sie ist jetzt da und da. Das kann natürlich auch sein. Ah, und ich komme den dort oben gerade nicht ran. Ich glaube, den feuer ich jetzt einfach ab mit einer Schusswaffe. So, weg mit dir. Perfekt. So, jetzt müssen wir so meinen großen Freund hier kümmern. Jawohl. Der ging wenigstens sehr schnell weg. Aber dafür kommen jetzt noch ein paar Freunde. Aber gut, die sind nicht so schlimm.
Hi. Komm hoch. Los, komm hoch. Bop. Sehr gut. Gehen wir hier zu dem Haus. Da ist so eine Kiste hier wieder. Komm, gucken wir mal rein. Ja, jawohl. Hat funktioniert. Ja, die Teile sind diesmal nicht so gut, aber ich meine, man kann jetzt auch nicht immer was Goldenes oder so erwarten oder was Lilanes. Einfach ein bisschen was Simples jetzt hier rausbekommen. Hat der Wohnwagen hier? Kann ich hier rein? Bin ich. Habe ich was mit den Augen? Ich sehe keine Tür. Ah, doch hier. Aber kann man nicht öffnen. Den kann man aber öffnen. SG. Vielleicht ist hier wieder ein Brief. Mal gucken. Nein, hier ist nichts. Mann, oh Mann, wo ist sie? Wo ist sie? Wir müssen sie unbedingt finden. Aber ich meine, eigentlich müsste man ja meinen, hätte sie sich bemerkbar gemacht, hätte sie uns jetzt hier gehört. Weil der Kampf war jetzt auch nicht gerade leise, den wir jetzt hier hatten. Wo könnte sie sein? Hier ist noch ein Auto. Naja, Wohnwagen, ja. In irgendeinem wird doch was drin sein. Vielleicht habe ich was übersehen. Jetzt gucken wir nochmal hier durch ein bisschen. Hier hinten ist noch der hier. Hier ist auch wieder nichts. Hier ist eigentlich alles immer nur wieder voll mit den gleichen Taschen und so weiter. Aber nirgendwo ist hier gerade ein Anhaltepunkt, was sie betrifft. Ich würde vielleicht gleich einfach mal dort hochgehen, wo dieser eine Spucker noch war. Oder kann man hier vielleicht von oben aus rein? Moment. Nee, da war aber jetzt auch nichts drin. Gut, wo könnte sie sein? Den Wagen hätten wir hier noch. Hier ist wieder so eine Kiste, komm schon. Hier muss doch jetzt mal was sein. Wo ist sie? Muss einfach langsam irgendwo mal ein Anhaltepunkt sein, was sie betrifft. Da stellen wir nämlich jetzt gerade wirklich auch so lange die Frage, wo könnte hier noch was sein? In diesem kleinen Häuschen doch nicht. Ne, hier geht's auch nirgendwo rein. So, wir laufen mal hier lang. Hatten wir den Wohnwagen schon? Nein, den noch nicht. Eski, wo bist du? Mach dich doch bitte bemerkbar, wenn du hier bist. Das finde ich echt super. Ich glaube, ich werde jetzt wirklich einfach mal mein Glück probieren, dort ganz nach oben zu gehen, wo dieser Spucker war. Und dort einfach mal gucken. Na? Hier ist nochmal eine Kiste. Ja, und dieser Spucker stand ja ganz, ganz oben drauf. Da kam man aber irgendwie gar nicht auch hin. Ja, weil da ist ja auch Stacheldraht so um den Rand rumherum. Eski, wo bist du denn nur?
Hey, hier hinten sind noch mal ein paar Fahrzeuge. Na, mal gucken hier. Ich habe hier Glück. Wo ist hier die Tür? Der Wagen gehört aber gar nicht mehr zum Suchbereich, sehe ich gerade. Aber hier oben ist auch noch mal einer. Da ist hier 100 pro hier, oder? Ja. Jawohl, wir haben sie gefunden. Da bist du ja. Gott sei Dank bist du... Seid ihr am Leben? Was machst du hier? Wie hast du es durch diese Hölle geschafft? Das könnte ich dich auch fragen. Was habt ihr euch nur gedacht? Als wir hier ankamen, liefen nur ein paar Beißer herum. Ja, und dann tauchten Banditen auf und fingen an herumzuschießen. Kurze Zeit später wimmelte es hier auch schon von Untoten. Wie auch immer, wir müssen zurück. Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Hä? Wir gehen nicht zurück? Vergiss es, Kyle. Das hat nicht mein Vater zu entscheiden. Eski, Himmel, ich wusste, du bist ein Dickkopf, aber ich hab dich nicht für verrückt gehalten. Barra und ich gehen nach Harran. Wir wollen unser eigenes Leben führen. Jetzt hört mal zu. Harran ist eine riesengroße Todesfalle, genau wie hier. Ich werde nicht den Rest meines Lebens wie ein Hund ans Bein meines Vaters gekettet verbringen. Nein, du kannst Kyle, nicht... Kyle, bitte. Ich sagte ja, ich würde dich eines Tages um einen Gefallen bitten. Heute ist dieser Tag. Ich brauche deine Hilfe. Wir wissen, dass es in Harran gefährlich ist. Aber hier gehen wir zugrunde. Du bist noch nicht lange hier. Jetzt stell dir vor, hier zu leben. Stell dir vor, mit diesen Leuten zusammenzuleben. Und wie schnell dir das zum Hals raushängen wird. Nicht weit von hier ist ein Tunnel, der in die Stadt führt. In die Richtung wollen wir. Okay, okay. Aber ich sehe mir diesen Tunnel zuerst an. Versprecht mir, dass ihr diesen Wohnwagen erst verlasst, wenn ich euch sage, dass es sicher ist. Versprochen, Kyle. Danke. Tausend Dank. Gut. Dann werden wir ihr dabei helfen, halt nach Harran zu kommen. Ich frag mich auch dann, wie ihr Vater reagieren wird. Also, ich hoffe persönlich, dass der Vater es dann akzeptiert. Ja. Ist meine persönliche Meinung. Halt, Moment, wir haben unseren Wagen jetzt ganz vergessen. Ganz schnell nochmal da drunter. Dann sichern wir uns jetzt hier den Tunnel. Ja. Wow! Alter, was geht denn hier ab? Hier vorbei. Einmal kurz gucken, wo ist denn jetzt dieser Tunnel ganz genau? Ah, hier hinten. Da ist ein Schattenjäger. Yes. Nest. Na super. Na super. Ein Schattenjäger-Nest. Ja, also da kann sich froh sein, dass sie dort nicht durchgegangen ist. Und uns jetzt eher hier nochmal getroffen hat. Weil ich glaube, ansonsten hätte sie lebewohl gesagt. Na gut. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir da mal hineingehen. Wie die gute Eski. Ein Schattenjägertunnel. Hallo, meine lieben Schattenjäger. Ich habe eine UV-Lampe hier mit dabei. Und eine starke Nahkampfwaffe. Zum Glück sehe ich gerade keine Schattenjäger. Naja, die werden bestimmt weiter hier hinten irgendwo sein. Davon ist auszugehen. Aber nun gut. Hier können wir wenigstens auch erstmal noch ein paar Kisten öffnen mit. Oh, da kommt welche. Da kommt welche! Alter! Die brutzelt es richtig. Die brutzelt es hier richtig. Die kleine Brutzler-Familie. Ist da was drin? Nein. Oh! Da höre ich die Schattenjäger.
Da habe ich sie doch gerade gehört. Das waren die. Ja, die kommen jetzt hier hinten dran. Dann hier nochmal ganz schnell ein bisschen Benzin mitnehmen. Und ich bin bereit. Obwohl, ganz eigentlich nun auch wieder nicht. Aber nun gut. Hallo? Wann wird der erste Schattenjäger kommen? Ich bin bereit. Ah! Ah nein, doch nicht. Boah, ich dachte gerade, das hier wäre ein Schattenjäger. Ah, das sehe ich ihn aber schon auf der Minikarte. Da sehe ich ihn schon. Hier ist noch ein Autoteil drin. Ganz fix reingucken. Nein, 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 da kommt auch mal in meiner Nähe. Komm, knack die Kiste schnell. Hi. Hi. Sehr erfreut, dich kennenzulernen. Jetzt schnell öffnen. So, danke für die Teile hier. Und weiter. Los, tanzt für mich am Boden. Dankeschön. Dann ist der nächste Schattenjäger. Komm ran. Ja. Sehr gut. Das hier einmal öffnen. Und mitnehmen das Zeug. Hinlegen, danke. Das ist der nächste Schattenjäger. Ja, sehr gut. Ja, mit der UV-Lampe und der Nahkampfwaffe geht das gerade ganz gut eigentlich. Ja, aber diese starke Nahkampfwaffe hält natürlich auch nicht für immer. Ja, hier drauf. Sehr gut. Oh, schnell. Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Ah, gut. Ah! Alter! Meine Güte, Alter, Alter, geh runter! Oh, meine Güte. Ja, wo kommt denn der jetzt her? Nein! Hau ab! Tanze! Jetzt bist du dran. Tunnel gesichert. Es geht hier, Crane. Der Weg in die Stadt, den ihr nehmen wolltet, war voller Schattenjäger. Heilige Scheiße. Dann sind sie jetzt weg? Ja, dafür habe ich gesorgt. Es sollte jetzt sicher für euch sein. Wow, danke. Wir können direkt losgehen. Gut. Meldet euch, sobald ihr sicher und im Tunnel seid, okay? Ich werde deinem alten Herrn erstmal nichts sagen, falls du deine Meinung ändern solltest. Das wird nicht passieren, aber ich werde mich melden. Versprochen. Gut, Eski. Dann freue ich mich darauf, wenn du dich meldest. Ja, und diese Quest ist jetzt auf jeden Fall damit auch geschafft. Noch ein paar Mal kurz hier hochspringen, ja. Wir kriegen nämlich gleich nochmal einen Stufenaufstieg hier. Komm schon. Gib mir den Stufenaufstieg. Perfekt. Noch ein paar Mal hier drüber steigen über das Zeug. Sehr gut. Komm, gib mir den Stufenaufstieg. Jawohl. Haben ihn. Sehr schön. Gut, dann einmal ein paar Verbesserungen hier auswählen.
Nehmen wir das. Bei Wendigkeit nehmen wir. Ja, nehmen wir einfach irgendwas hier. Nehmen wir das. Und unsere nächste Mission, die wir dann machen, ist auf jeden Fall das hier mit Untersuchen Sie das seltsame Phänomen. Ja, das machen wir dann mit als nächstes. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ja Leute, ich fahre dann jetzt einfach mal hier hin. Ja, dort werde ich die Nacht über verbringen, denn jetzt wird es gleich dunkel auf jeden Fall. Und wir machen jetzt hier an dieser Stelle Schluss. Ja. Wir treffen uns dann in der nächsten Folge einfach wieder dort bei der neuen Quest, würde ich sagen. Mich würde es freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ja, unterstützt gerne das Projekt mit einem Daumen nach oben. Lasst eventuell, wenn ihr wollt, auch gerne einen Kommentar da. Und tschüssi. Okay, oder auch nicht. Okay, doch nicht tschüssi. Gut, da hat sich die gute Eski wieder mal gemeldet. Ja, sie braucht anscheinend Hilfe bei dem Tunnel. Okay, dann machen wir diese Quest dann halt erst beim nächsten Mal, statt die mit dem seltsamen Phänomen. Gut, Leute, jetzt war es das wirklich mit der Folge. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.